Die Klosterstraße in Pirnas Altstadt ist seit 3 Jahren eine Baustelle. Die Stadtwerke Pirna erneuern hier den Mischwasserkanal. Ein schwieriges Vorhaben, wie sich bereits mehrfach zeigen sollte. Denn die eigentlich geplante offene Bauweise scheiterte. Es haben sich hier sehr schwierige Baugrundverhältnisse aufgetan. Das ist hier ein sehr inhomogener Baugrund, auf den wir hier getroffen sind. Wir haben komplizierte Schichtenwasser- und Grundwasserbedingungen, die wir zwar versucht haben, im Vorfeld aller Planungen zu erkunden. Es sind also hier im Vorfeld Baugrunduntersuchungen gemacht worden. Es sind Grundwasserprojekte erarbeitet worden. Aber die Verhältnisse haben sich leider so in der Bauphase nicht eingestellt, wie wir sie im Vorfeld erwartet hätten. Und noch ein unvorhersehbares Ereignis stellte die Stadtwerke Pirna vor ein Problem. Das Juni-Hochwasser 2013 spitzte die Lage zu. Der alte Mischwasserkanal wurde massiv zerstört. Das Hochwasser bringt ja einmal eine Auflast von oben durch den Wasserüberstau auf der Straße, der sich auswirkt. Zum anderen für den Kanal aber dramatischer ist der Anstieg des Grundwasserpegels. Es ist also dadurch dazu gekommen, dass es den Kanal teilweise in den unteren Bereichen, wir haben ja hier ein Eiprofil, dort hat es also die Seitenwände teilweise eingedrückt, sodass das Abflussverhalten des Kanals stark beeinträchtigt worden ist durch das Hochwasser. Wir haben also jetzt teilweise hier einen Stau im Kanal, den wir nicht mehr beherrschen können. Die Stadtwerke Pirna reagierten. Man plante um und setzt jetzt auf ein bewährtes, dafür aber kostenintensives Verfahren. Seit dem 10. Juli wird auf der Klosterstraße der neue Mischwasserkanal eingesetzt. Die Arbeiten laufen jetzt mittels einer Vortriebsmaschine. Hier ist es so, dass der Vortrieb dadurch, dass er vorne mit einer geschlossenen Ortsbrust, so nennt man das, gefahren wird, die Grundwassersituation in Anführungsstrichen keine wesentliche Rolle spielen, nur der Abbau der Materialien, je nachdem schwerer oder leichter geht. Und die Arbeiten kommen gut voran. Trotz der schwierigen Baugrundverhältnisse ist bereits ein Drittel der 300 Meter langen Strecke geschafft. Dank einer enormen Presskraft werden die Rohre Stück für Stück in rund 5 Metern Tiefe verlegt. Das Verfahren verkürzt die Bauzeit um ein Vielfaches. Also wir werden in der ersten Augustwoche auf Grumerstraße ankommen und werden dann sehr verstärkt die Bauwerke und die Hausanschlüsse machen, die wir perspektivisch bis Ende November fertiggestellt haben. Der Neubau des linkselbischen Mischwasserkanals gehört für die Stadtwerke Pirna zu den größten Bauvorhaben in den letzten Jahren. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt werden auch in künftige Baumaßnahmen einfließen. Wir versuchen schon, diese Ergebnisse auch auf andere Baustellen wieder zu projizieren, indem wir jetzt auch sagen, okay, wir müssen wahrscheinlich bei komplizierten Lagen im Vorfeld noch größere Aufwendungen in die ganzen Vorerkundungen stecken. Wobei man also Komplikationen trotz alledem nie ausschließen kann. Es gibt hundertprozentige Sicherheiten im Bau leider nicht, im Tiefbau noch weniger, weil man eben leider nicht in die Erde schauen kann. Und wir sind also auch bestrebt, die Baumaßnahmen untereinander zu koordinieren, so dass möglichst die Einschränkungen in dem Rahmen zu halten sind. Im Interesse der Anwohner heißt es jetzt aber erst einmal Daumen drücken, damit die Arbeiten auf der Klosterstraße bis zum Jahresende auch wirklich abgeschlossen sind.